kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Der Mittwochabend, herzlich willkommen zu ATV. Ein schöner spätsommerlicher Tag liegt hinter uns. Ob der Spätsommer bleiben wird, das klären wir im Laufe der Sendung. Außerdem wartet noch das hier auf Sie. Umstrittene Hotelpläne in Immenstadt. Bürgerinitiative will Bürger begehren. Wissenschaft, Wirtschaft und Energie im Fokus. Schwabenbund präsentiert Zukunftsprogramm und Great Place to Work, beste Arbeitgeber im Allgäu, ausgezeichnet. Das geplante Hotel auf dieser Wiese am Alpsee in Immenstadt entzweit die Gemüter. Wie berichtet, soll bei dem Millionenvorhaben ein Hotel mit rund 160 Betten entstehen. Gegner und Befürworter des Neubaus bringen sich nun in Position, um möglichst viele Menschen bei einem wohl bevorstehenden Bürgerbegehren auf ihre Seite zu bekommen. Gestern Abend haben die Kritiker an den Plänen zu einem Informationsabend eingeladen. Knapp 200 Menschen waren zu dem Informationsabend der Kritiker am Hotelvorhaben in Immenstadt gekommen. Wie Anfang August berichtet, gibt es Pläne, wonach auf dieser Wiese nahe des Alpsees eine Anlage mit sogenannten Chalets entstehen soll. Dabei soll es sich um großzügig angelegte Übernachtungsmöglichkeiten handeln. Aufgrund der Kritik wurden die Pläne überarbeitet, dennoch scheinen die Fronten verhärtet. Am Rande von Veranstaltungen haben wir immer wieder Kontakt gehabt. Die Bürgerinitiative ist auf unsere Gesprächsangebote und Bitten um Termine nicht eingegangen. Jetzt haben wir das auch letzte Woche gehört, warum. Sie sagen, wir wollen auf dieser Wiese kein Hotel, sondern Wiese. Deswegen brauchen wir über nichts sprechen mit euch. Aber wir haben auch letzte Woche immer wieder mit Vertretern einzelne Diskussionen geführt und hoffen, dass der Kontakt sich weiter intensiviert. Die Forderung wird sein, dort kein Hotel zu bauen. Und auch die Anbindung, die vorgesehen ist, zu unterlassen, diese Straße, die dann von der Römerbrücke bis zum Hotel Rothenfels geht und mit einem Schallschutzwall versehen werden muss, die darf nicht kommen. Der Hauptkritikpunkt an diesem Hotel ist, dass man in der unverbauten Landschaft mit Einblick vom gesamten Landschaftsschutzgebiet Alpsee die Fläche verbraucht und ein Großhotel hinstellt. Einer der Kritikpunkte lautet, dass wertvolle Grünfläche verbaut würde. Stadt und Planer halten dagegen, dass das Gelände schon seit geraumer Zeit genau dafür vorgesehen sei. Erstens ist im gültigen Flächennutzungsplan, der vor 3-4 Jahren in diese Stadt aktualisiert worden ist, diese Fläche als Hotelentwicklungsfläche ausgewiesen worden und auch in der Vergangenheit bereits als Hotelentwicklungsfläche am Markt positioniert worden. Und in einem Flächennutzungsplan sind ja die Bürger auch alle beteiligt und können Einwendungen vorbringen. Da hat keiner eine Einwendung gegen diese Fläche als Hotelfläche vorgebracht. Und wenn Sie die Fläche mal draußen vor Ort anschauen, da ist die eingerahmt von Bebauung. Hinten ist die Eisenbahnlinie, vorne ist die Liegewiese und auf der linken Seite ist der Campingplatz. Und das ist eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Wiese. Da ist überhaupt schon der Mäter Landwirt und wächst Löwenzahn drauf. Ein Flächennutzungsplan ist ja keine Verpflichtung, etwas zu bauen. Ein Flächennutzungsplan ist eine Langfristenplanung, wo man offen hält, was man in der Zukunft machen kann. Wir sehen es andersrum. Flächennutzungspläne werden immer geändert, um die eigentlich nicht betroffenen äußeren Bereiche zu öffnen für Bebauung. Aber dass man mal einen Flächennutzungsplan macht, um irgendetwas zurückzubauen, das passiert nicht. Stattdessen schlagen die Kritiker vor, auf einem anderen Gelände in der Stadt ein Hotel zu errichten. Es ist bloß erstaunlich, dass in der Vergangenheit verschiedene Personen, die jetzt das sagen, das KJF-Hotel genauso bekämpft haben. Das kann man ja auf der Seite des Bund Naturschutz im Internet nachlesen. Wir haben auch Bund Naturschutz hat zu diesem Hotel auch Einwände gebracht, aber ganz klar gesagt, Priorität für uns ist das Hotel der KJF, weil es eine bisher brachliegende Fläche, leere Gebäude ersetzt durch ein funktionierendes Hotel, weil es eine Anbindung hat direkt an die Bundesstraße B308, eine Anbindung hat an den öffentlichen Personennahverkehr und damit lange nicht diesen Eingriff macht, wie das Hotel, das momentan vorgesehen ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist,
dass die geschätzten Einnahmen an Steuern für die Stadt in keinem Verhältnis zum Wert der dafür vorgesehenen Fläche stünde. Außerdem würden die Mehreinnahmen im Budgetplan der Stadt keine allzu große Rolle einnehmen. Also für diese Stadt sind der Kämmerer da ausgerechnet, dass dieses Hotel in etwa pro Jahr 160.000 Euro in die Stadtkasse fließt. Wir haben derzeit eine Investitionskraft dieser Stadt von 700.000 Euro nach den Konsolidierungsmaßnahmen. Also sind es, wenn das so eintrifft, ca. 30% Finanzkraftstärkung. Also wenn das wenig ist. Klar wurde bei der Diskussion, dass sich die Fronten verhärtet haben und der Ton zwischen Befürwortern und Gegnern rauer geworden ist. Vielleicht kein Zufall, dass die Informationsveranstaltung für den Tag angesetzt wurde, an dem seit langem klar war, dass Bürgermeister Schaub in einer Hauptausschusssitzung sein würde. Der Bürgermeister hat sich so festgelegt, dass wir da wenig Chancen sehen zur Diskussion, zur offenen Diskussion. Also wir haben ein Bürgerbegehren. Beschlossen, wie das weitergeht, ist natürlich klar. Als erstes muss man die Unterschriften sammeln, das ist das Bürgerbegehren. Wenn man die ausreichende Zahl Unterschriften hat, heißt es, dass der Bürgerentscheid fällt. Wir haben gute Chancen, da den Bürgerentscheid auch zu gewinnen. Dass Befürworter und Kritiker jetzt noch einen Kompromiss finden werden, erscheint unwahrscheinlich. Deshalb wird das Thema Hotel am Alpsee in den kommenden Wochen und Monaten wohl eines der großen Themen in Immenstadt bleiben. Und auch bei uns, wir informieren Sie natürlich weiter. Die Region voranbringen, sich auf die eigenen Stärken besinnen und sich gegenüber den Metropolen München, Stuttgart und Zürich behaupten. Und das über die bayerisch-baden-württembergischen Landesgrenzen hinweg. Der Gründungsgedanke des Schwabenbundes ist nachvollziehbar und was hier inzwischen erreicht wurde, beachtlich. Über Erfolge und weitere Vorhaben informierte der Schwabenbund jetzt die Öffentlichkeit. Vorstände, Geschäftsführer und die Vertreter der Industrie- und Handelskammern. Was beim Schwabenbund Rang und Namen hatte, war heute nach Memmingen gekommen, um zukünftige Projekte des Bundes vorzustellen. Ein wichtiges Thema, die bessere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Im Rahmen des Wissenstransfernetzwerkes soll an der Hochschule Kempten das regionale Kompetenzzentrum für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie entstehen. Den Studiengang dazu gibt es übrigens schon. Da geht es natürlich um die Möglichkeit der Stärkung eines besonderen Themas, nämlich der Verpackungstechnologie, die wir hier im Schwabenbund haben und die wir auch vom Schwabenbund eben sehr stark unterstützen. Die Hochschule in Kempten bildet ja einen Maschinenbauschwerpunkt. Und innerhalb dieses Maschinenbauschwerpunkts ist das Thema der Verpackungstechnologie eines, auf das sich die Hochschule konzentrieren möchte. Und das unterstützen wir sehr stark und setzen uns da auch ein Mittel zur Verfügung zu stellen und zur Verfügung zu bekommen, damit dieses Projekt weiter wachsen kann. Ebenfalls wichtig für den Schwabenbund das Thema Energie. Wie geht es weiter, wenn das Atomkraftwerk in Grundremmingen abgeschaltet wird? Wird die Region zum Energie-Bermuda-Dreieck? Da haben wir im Moment mal weiter versucht zu analysieren, welche Beiträge liefern heute schon alternative Energiequellen und was haben wir für Möglichkeiten der Energieversorgung in der Zukunft, um dann auch eben Maßnahmen oder Konzepte weiter treiben zu können mit den entsprechenden Entscheidungsträgern. Nicht fehlen darf auf der Agenda des Schwabenbundes natürlich auch der öffentliche Personennahverkehr. Gerade die Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern ist hier oft das Problem. Wir haben ja gerade im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch bei anderen Verkehrsverbundkonzepten immer wieder das Problem, dass wenn man von einem Punkt, sagen wir im württembergischen Bereich, in das bayerische Allgäu reisen möchte, dass man da gegebenenfalls 2, 3 verschiedene Verkehrsservices benutzen muss. Und da gibt es dann eben heute keine Verbundkarte. Und die Idee ist, dass man da mit einem Service sozusagen, mit einer Karte auch über die Landesgrenzen hinweg Verkehrsverbunde nutzen kann. Das ist auch für den Tourismus ein interessantes Projekt. Denkt man das weiter, steht der Schwabenbund vor der Aufgabe, eine bessere Vernetzung von Mobilität und Aktivität zu organisieren. Auch hierfür gibt es schon Ideen. All diese Aufgaben werden den Schwabenbund in den kommenden Monaten schwer beschäftigen. Die Ziele sind hochgesteckt. Deshalb soll mit einer organisatorischen Neuausrichtung die Umsetzung der Projekte erleichtert werden. Geplant ist, aus dem Bund einen Verein zu machen.
Ja, wir haben eben festgestellt, dass die Projekte Größenordnungen erreichen, die wir mit der gegenwärtigen praktisch rein ehrenamtlichen Organisation oder mit einer gewissen Ressourcenunterstützung seitens der IHKs nicht mehr stemmen können. Und aus diesem Grund haben wir bei allen Beteiligten eine hohe Bereitschaft gesehen und auch einen Willen dazu, eine Organisationsform zu bilden. Diese Organisation soll ein eingetragener Verein sein und der soll dann auch eine gewisse Finanzierungsbasis für diesen Verbund schaffen. Viel zu tun also, nicht nur für die Führungsmannschaft des Schwabenbundes. Aber wer sich solch ambitionierte Ziele setzt, der muss jetzt auch Gas geben. Eine Memmingerin tritt bei der Miss Germany-Wahl an. Und schon mal ein Ausblick auf das, was uns das Wetter am Wochenende bringt. All das in wenigen Minuten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Ruku, perfekte Garagentore, Haustüren und Hoftore aus Illertissen. Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten dank eigener Produktion. Zuverlässig über Jahre für Neubau oder Sanierung. Erleben Sie exklusive Tore und Türen in unserer Ausstellung. Ruku, Tore und Türen, Ihr Spezialist aus Illertissen. Also ich dachte ja immer, das beste Laugengebäck, das gibt's auf der Wiesn. Aber auch nicht schlecht ist das von Koppenrad und Wiesn. Jetzt neu, unsere Goldstücke Laugengebäck aus der Konditorei Koppenrad und Wiesn. Wiese. Erleben Sie Leidenschaft mal anders. Kommen Sie am 19. und 20. September zum Autohaus Brosch in Kempten-Durach. An den Aktionstagen erwarten Sie exklusive Angebote. Autohaus Brosch, Ihr Mazda- und Hyundai-Partner im Allgäu. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Die Meldungen des Tages. Der Kemptener Bauausschuss hat jetzt ein Asylbewerberheim im Kemptener Wohngebiet Haubenschloss genehmigt. Laut Ausschuss gäbe es keine Alternative zu den Plänen. Eine Unterbringung in der Kemptener Bundeswehrkaserne wäre aufgrund der Zeitnot und der militärischen Nutzung ungeeignet, so der Ausschuss weiter. Gleichzeitig bedauerten die Mitglieder des Ausschusses die ablehnende und teils aggressive Haltung einiger Anlieger. Der Bauausschuss hatte die Pläne des Asylbewerberheims einstimmig und nach einer kurzen Debatte abgesegnet. Bei einem Unfall auf der A7 zwischen Kempten-Leubas und Dietmannsried sind heute Mittag 3 Personen schwer verletzt worden. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei waren bei dem Unfall insgesamt 5 Fahrzeuge ineinander geprallt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Ulm bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Aufgrund des Unfalls bildeten sich kilometerlange Staus. Die Landtagsfraktion der Freien Wähler hat sich heute zum Auftakt ihrer Herbstklausur in Kaufbeuring getroffen. Nach der Sommerpause werden hier aktuelle Themen besprochen und vorbereitet. Im Rahmen der Klausurtagung besuchen die Abgeordneten außerdem regionale Unternehmen. Heute waren sie bei Intertech in Kaufbeuren.
zurück. Ich habe gehört, dass sehr vieles in Elektromobilitätsfragen europaweit überhaupt noch nicht abgestimmt ist, noch sehr dem Zufall überlassen ist. Also auch hier werden wir diesen Eindruck mitnehmen und werden auf die Politik drängen und zu sagen, bitte kümmert euch darum, dass die Elektromobilität noch mehr salonfähig und marktfähig wird. Die Klausurtagung dauert insgesamt 3 Tage. Dabei sollen Themen wie die Situation mittelständischer Unternehmen, die Energiewende oder das 9-jährige Gymnasium im Mittelpunkt stehen. Einen ausführlichen Bericht über die Klausurtagung der Freien Wähler sehen Sie morgen bei uns im Programm. Die Memminger CSU-Stadtratsfraktion fordert eine Sondersitzung zum Thema Realschulneubau in der Schlachthofstraße. Grund hierfür sind die Verzögerungen bei der Fertigstellung des Gebäudes. Die Christsozialen erhoffen sich von der Sondersitzung nähere Informationen zur Kostenentwicklung und dem Ablauf bis zur Fertigstellung des Gebäudes. Ursprünglich hätte der rund 18 Millionen Euro teure Bau bis September 2013 bezugsfertig sein sollen. Nun rechnet die Stadt mit einem Bauende Mitte 2015. Eine Forschergruppe hat im Bodensee eine ausgestorben geglaubte Fischart wiederentdeckt. Anfang September wurde dort ein Tiefensaibling gefangen. Tiere dieser Art waren seit den 60er Jahren nicht mehr ins Netz gegangen. Genauere Untersuchungen stehen noch aus. Derzeit werden insgesamt 26 Gewässer im Alpenraum auf das Vorkommen von Lebewesen untersucht. Dabei wird mit speziellen Netzen bis auf den Seegrund gefischt. Für normale Fischerei ist das im Bodensee bei weitem nicht möglich. Auf diese Weise wird dort speziell auch nach Tiefenfällchen gesucht. Die Sparkasse Allgäu plant ein neues Hauptstellengebäude in Kempten. Grund für den Neubau sind unter anderem Mängel bei der Energieeffizienz des alten Hauses, beim Brandschutz sowie bei der Gebäudeausstattung. Weiter sollen künftig alle Mitarbeiter der Sparkassenhauptstelle in dem Neubau Platz finden. Das alte Gebäude soll dafür fast gänzlich abgerissen werden. Rund 35 Millionen Euro werden dafür investiert. Es wird ein deutlich ruhigerer Baukörper sein als der, der heute an dieser Stelle steht. Und wird im Städtebild aus meiner Sicht sehr gefällig sich einfügen an historisch wertvoller Umgebung. Wir wissen, dass die Residenz einerseits einen großen Maßstab setzt, dass wir auch verantwortungsvoll umgehen müssen mit der Umgebungsbebauung des Weidelhauses. Und so glaube ich schon, dass wir heute eine Fassade auch gefunden haben, die all diesem gerecht wird. Ab März beginnt der Abriss. Bis zum Frühjahr 2017 werden dann die Baumaßnahmen andauern. Die Verantwortlichen wollen die Bürger am 1. Oktober im Kornhaus genauer über das Vorhaben informieren. Die Miss Oberschwaben kommt aus Memmingen. Melanie Müller hat sich bei der Wahl am Wochenende gegen 11 Konkurrentinnen durchgesetzt. Ihr Preis 1.000 Euro und ein professionelles Fotoshooting. Außerdem darf die 21-Jährige jetzt an der Wahl zur Miss Germany teilnehmen. Soweit unsere Meldungen vom 17. September. Ich gebe weiter ans Wetter. Heute Nacht ist der Himmel im gesamten Sendegebiet überwiegend bedeckt. Die niedrigsten Temperaturen werden mit 12 Grad im Unterallgäu erreicht. Morgen Vormittag ist der gesamte Himmel bewölkt. Das Thermometer bewegt sich zwischen 19 und 23 Grad. Ein schwacher Wind weht aus östlicher Richtung. Am Nachmittag lässt sich die Sonne blicken. Es wird dann noch etwas wärmer. In den Allgäuer Alpen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mit 21 Grad ist es auf dem Gründen am wärmsten. Am Freitag ändert sich das Wetter kaum. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 22 Grad. Auch am Samstag bleibt es trocken. Der Wind wird gegen Mittag etwas stärker und kommt überwiegend aus südlicher Richtung. Der Sonntag wird ungemütlich. Es kommt zu langanhaltenden Regenfällen in der gesamten Region.
Mit seinen 12.000 Einwohnern bezeichnet sich Buchloe gern als das Tor zum Allgäu. Zumindest für Pendler ist das nicht falsch. Täglich kommen mehr als 500 nach Buchloe, um von dort aus mit der Bahn weiterzufahren. Als solcher ein Dreh- und Angelpunkt eignet sich Buchloe optimal als Standort für das Forschungsprojekt E-Plan B, denn es richtet sich an Berufspendler. Bei der Auftaktveranstaltung in Buchloe ist das Projekt heute vorgestellt worden. Mit dem Elektroauto zum Parkplatz fahren, das Fahrzeug abstellen, ans Netz hängen und ab zum Zug. Für einige Pendler in Buchloe soll das schon bald Alltag werden. E-Plan B heißt das Forschungsprojekt, das diesen klimafreundlichen Pendlerverkehr testen soll. Ziel des Projekts ist es, Berufspendler für E-Mobilität zu sensibilisieren. Außerdem soll eine intelligente Ladesäule entwickelt werden. Details zu dem Projekt sind heute in Buchloe vorgestellt worden. Normalerweise würde ein Fahrzeug, das an die Steckdose geht, sofort geladen werden. Also morgens früh um 7, wenn das Fahrzeug angesteckt wird hier am Bahnhof, würde das sofort laden. Und dann um 9 oder um 10 Uhr wäre das Fahrzeug voll. Das ist aber dunkel, da habe ich keine Sonne. Also habe ich natürlich Nachtstrom, Egalstrom getankt und nicht den Sonnenstrom. Und das Ziel ist, dann zu tanken, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, um dann wirklich auch die regenerativen Energien in den Tank zu bringen. Diese Ladesäulen laden das Fahrzeug nur dann auf, wenn regenerative Energie zur Verfügung steht. Doch das Auto muss natürlich erst genutzt werden, bevor es wieder Strom benötigt. Deshalb wird 14 Pendlern testweise ein Elektroauto für den Alltag zur Verfügung gestellt. Weil die Pendler eigentlich ideal sind für solche Zwecke. Wir haben zum einen schon mal die Elektromobilität von München hierher, über den Zug, über die Bahn oder von Augsburg hierher, und wir wollen die Elektromobilität in die Fläche bringen. Das heißt, die Leute sollen nicht mit Benzinfahrzeugen, die gerade im kalten Zustand relativ schlechte Effizienz haben, die sollen nach Möglichkeit alle umsteigen zu Elektrofahrzeugen, um dann mit größter Effizienz auch weiterzufahren. Das Projekt E-Plan B ist auf 3 Jahre angelegt. Durchgeführt wird es von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Die Kosten von rund 1,3 Millionen Euro tragen neben der LEW die Stadt Buchloe, der Landkreis Ostallgäu und das Wirtschaftsministerium. Für Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer ist Elektromobilität ein wichtiges Zukunftsthema. Ich will einen Punkt noch nennen, das ist das Thema CO2-Problematik. Verbrennungsmotoren haben einfach den Nachteil, dass sie nach wie vor trotz Katalysator und vieler technologischer Entwicklungen einen hohen Schadstoffausstoß haben. Und wenn wir die CO2-Bilanz dieses Landes und die Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir dort runter. Und das Beste, um dort runterzukommen, ist, indem wir regenerativ erzeugten Strom, also Photovoltaikstrom oder Windstrom, nutzen, um ihn beispielsweise in E-Fahrzeugen zu nutzen. Das ist klimapolitisch interessant und energiepolitisch interessant. Erster Schritt ist nun die Analyse des Pendlerverkehrs und die Auswahl von geeigneten Testpersonen. In der zweiten Phase von E-Plan B sollen sie dann zum Einsatz kommen, die intelligenten Ladesäulen für die leisen Elektroautos. Mehr zum Thema erneuerbare Energien sehen Sie in unserem aktuellen Landkreismagazin aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren mit Sebastian Zausch. Und gleich die besten Arbeitgeber der Region. Neugierig? Das Allgäuer Bergbauernmuseum. Ein Museum für die ganze Familie. Komm und besuche die Tiere und lerne das Leben und Arbeiten der Bergbauern kennen. Entdecke den begehbaren Kuhmagen und spring ins Heu. Reise im Sattlerhof 100 Jahre in der Zeit zurück. Zur zünftigen Einkehr geht es auf die historische Höfleralpe. Individuell und einzigartig wie Sie. Selbstklebende Tapeten der Druckerei Wagner. Auf Wunsch gestaltet nach Vorlage Ihres Lieblingsbildes. Oder Sie wählen aus vielen tollen Ideen unter allgäubild.info. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen.
Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Also ich dachte ja immer, das beste Laugengebäck, das gibt's auf der Wiesn. Aber auch nicht schlecht ist das von Koppenrad und Wiesen. Jetzt neu, unsere Goldstücke Laugengebäck aus der Konditorei Koppenrad und Wiesen. Wiese. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode. Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Freie Tage zur Erholung, Weihnachtsgeld, gemeinsame Feiern. Das sind Dinge, die Angestellte natürlich schätzen. Dazu kommen aber auch, und das ist fast noch wichtiger, respektvoller Umgang, Vertrauen und Zusammengehörigkeitsgefühl. Unternehmen, die das alles bieten, gehören zu den besten Arbeitgebern. Die Besten im Allgäu sind gestern in Immenstadt ausgezeichnet worden. Ein besonderer Preis ist gestern in Immenstadt verliehen worden. Great Place to Work. Ein großartiger Arbeitsplatz. Mit der Auszeichnung dürfen sich auch in diesem Jahr wieder Allgäuer Firmen schmücken. Andreas Schubert weiß, was die Unternehmen davon haben. Sie haben erstmal eine Bestandsanalyse, denn diese Befragung umfasst eine Mitarbeiterbefragung auf der einen Seite und eine Bestandsanalyse ihrer Maßnahmen. Das ist das erste Wichtige, zu sehen, wo stehen wir und wo sind die Potenziale. Und das zweite, die Besten unter den Unternehmen, die dort teilnehmen, werden ausgewiesen und bekommen das Gütesiegel Beste Arbeitgeber Allgäu und können damit den Stolz nach innen und nach außen tragen. In 2 Kategorien wird die Auszeichnung Great Place to Work vergeben. In der Kategorie der Firmen mit über 50 Mitarbeitern bekam die Firma Elobau aus Leutkirch die Auszeichnung. Der besonders menschliche Umgang mit den Mitarbeitern und das Interesse am seelischen und körperlichen Wohlbefinden der Angestellten gaben dabei den Ausschlag. Die Elobau GmbH bekommt die Auszeichnung schon zum 2. Mal in Folge. Für den Firmenleiter Michael Hetzer ist es aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Die Uridee von der Befragung war eigentlich, um zu gucken, welche Bereiche gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und das ist ja immer noch da, auch wenn wir jetzt den 1. Platz belegen, haben wir Hausaufgaben gekriegt, die wir bis zur nächsten Befragung möglichst abarbeiten sollten. In der Kategorie der Unternehmen mit unter 50 Angestellten bekam die Kronenhof Intensivpflege den 1. Preis. Eine kleine Überraschung, denn die Branche gilt eher als wenig attraktiv. Ich denke, es ist wichtig, in einer sehr schwierigen und auch harten Branche wie der unseren, mit einem sehr hohen psychosozialen Belastungsgrenze auch als Arbeitgeber attraktive Modelle anzubieten, einfach um den Zeiten des Pflegenotstandes auch entgegenzutreten. Den Hintergrund der Veranstaltung formuliert Andreas Schubert so. Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen, haben im Prinzip einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Es kommt also auf die Mitarbeiter an. Die geben ihrem Arbeitgeber ein Zeugnis, das Great Place to Work dann aushändigt. Die sind das Plenum, um zu sagen, ist das wirklich so, wie wir als Unternehmen das sehen. Manche Unternehmen erleben Überraschung. Sie sagen, wir hätten uns gar nicht so gut eingeschätzt. Andere dachten, sie sind top aufgestellt, aber müssen dann doch sehen, dass sie noch Potenziale haben. Die Botschaft könnte also sein, man kann als Unternehmen erfolgreich sein, nicht obwohl, sondern weil man seine Mitarbeiter ernst nimmt. So wird dann auch aus einem guten ein sehr guter Arbeitsplatz oder sogar ein großartiger. Das ist ein gutes Wort zum Schluss und damit danke fürs Zuschauen und bis morgen.